Ahoi und schön, dass ihr wieder am Start seid. Es geht weiter mit Ark. Mit mir dabei der zottelige Marek. Hallo. Und die kleine rote Sausi. Und was ist das hier, Lex? Was ist das? Ich weiß nicht, es ist so klein, ich sehe nichts. Ein kleines Krümellamm. Wo kommt das denn her? Ja, das frage ich dich. Ich komme Warte. hier online Jetzt ernsthaft? und ich stehe hier oben drauf, ich habe mich hier so, Moment, hier so, ne? Ich stand so hier, dann so hier. Das wie Und machst, hä, Moment, Moment, machst du das immer, wenn du online kommst, dass du dich da oben hinstellst? ja, um den Überblick halt zu kriegen. Man braucht halt eine erhöhte Okay. Position. Das ist halt taktisch sinnvoll. Eigentlich machen das Katzen immer so. Ja, ich habe dann the high ground, you know. Ja, yeah, and I know what you're talking about. Und guck dann zu den Schafen und denk so, okay, was ist mit den Schafen los? Auf einmal fliegen die Köttel bis zur Tür. Ich gehe da hin und sehe, ey, das sind ja gar keine Köttel, das sind Babys. Babys, Mehrzahl. Eins, zwei. Oh, oh. Hi. Hier ist noch eins. Was so? Und ich dachte, okay, was geht ab? Anscheinend waren die noch Krass. auf Breeding gestellt. Also, wenn man sich bei uns in der Base einloggt, dann kommen einem die Babyschafe entgegengeflogen. Rausgeploppt. Ich dachte schon, die haben Durchfall oder so. Babydurchfall. Aber ich hab die doch extra auf Pan deaktivieren Also gestellt. Macbeth und MacBock waren beide auf Pan. Warum? Naja, halt so Warum? Babys. Ich habe die Nanny schon aktiviert. Juhu, wir haben Nachwuchs. Nachwuchs bei den. Ich bin, werde festgehalten. Ah, Nachwuchs bei den Stockbroten. Schlag die Glocke. Auf dass die Welt Bescheid weiß, dass wir wieder Nachwuchs haben. Oh Mann, komm ja. Also wir müssen jetzt die Deinonychus ausprobieren, weil die müssen jetzt auch hier weg. Man kann nicht mehr hier normal durchgehen. Komm mal her, kleine Federweiße. Okay, das ist ja. Das ist so krass, wie klein die sind, gell? Klein Krümel da. Wir kommen hier nicht durch. Schießt du mal gerade irgendwo ein Loch rein? Oder so. Das kann man natürlich auch machen, ja. Das geht natürlich auch. Man muss nicht gleich seine Bude zerstören. Moment. So, meine Kleine. Oh, was ist das denn? C kann man Schrei machen? Teil des Rudels. Wir sind ein Rudel. Okay, Doktor Matze? Ich kann das, bei mir geht das nicht irgendwie. Ah, dann vermute ich mal, ist meine Höhe vom Level? Ja. Ah, okay. Ich vermute, ich bin dann, meiner ist das Rudeltier, also der Alpha-Viech. Boah, ist der schnell. Wo bist du? Moment mal, aber Wow. dein ist doch irgendwie viel schneller als meiner, oder? Vielleicht habe ich zu viel Gewicht. Ich habe nichts dabei. Gewicht. Also es ist relativ voll. Moment, ich schmeiß mal ganz kurz was raus. Ah, jetzt ist deiner. Ah, okay, man sieht das an der Schnauze, wer gerade der Alpha ist. An der Schnauze. Die haben ja dann so einen Alpha-Schein, sage ich mal, wie man es von den Alpha-Tieren kennt, die wilden. Ja. Ach so, ja, nee, das ist klar, dass ja, dass man das daran erkennt. Das hat man ja gerade schon bei deinem gesehen. Ja. Okay. Also jetzt kannst du mal C drücken. Ach, wie cool. Ach, die haben so einen Gleitsprung. Ach, geil. Und die hören sich richtig an wie so ein Jurassic Park Raptor. So ein bisschen, oder? Oh. Mach du jetzt mal C? Nee. Nee, okay. Habe ich die Tasten irgendwie? Und Eigentlich jetzt? nicht. Jetzt hat er auf jeden Fall. Jetzt.
Wie geil ist das? Aber Moment, Moment, Moment. Also wie funktioniert das jetzt? Also nur, wenn ich jetzt, drück du jetzt mal C? Ja, bei mir geht's nicht, ich bin ja nicht Alpha. Genau, wenn ich jetzt aber absteige und du jetzt C drückst, dann geht es? Geht's nicht, weil deiner höher ist. Du hast ihn gelevelt gerade. Ja. Das ist ja cool. Das aber ich weiß nicht genau, was es macht, weil es steht nur ein Teil des Rudels für 30 Sekunden oder so. Warte mal, was ist denn das für ein Buff da oben? Das ist ein Teil des Rudels, aber steht nicht dran, was es macht. Ach so, genau, okay. Naja, okay, egal. Moment. Oh, wir flitzen mal hier irgendwo durch die Gegend. Oh, Schaden ist gar nicht so schlecht. Blut und Schaden. Hallo, kann sie daran? Wie hast du das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube mit Leertaste. Es ist auf einmal passiert. Oh, ja, Leertaste nochmal drin. Wie geil ist das? Ah, wie krass. Nee, also du musst einfach nur ranspringen. Dann hält er sich von alleine fest, ne? Also. Das ist echt cool. Falter ist das geil. Okay, ich mach das definitiv cool. Die Zucht mit denen. Ja, mach mal. Dann mache ich Rexe und oh. Guck mal. Ja, das geht auch. Das geht auch an Stein. Okay. Wir brauchen eine Wand gehen. Wir brauchen. Ja. Ich wollte eigentlich. Dann kann man auch wie mit den Tüllers die Wände hoch, oder wie? Okay, hier kann er normal hochrennen. Hier kommt er. Auch dieser Segelflug ist ja auch schon geil. Oh ja. Aha, okay. Mehrmals drücken, mehrmals das hast du dann. Wie mit springt dem. Oh, hä? Der kann auch seitwärts? Kann der? Oh ja. Das kommt mir aber eher. Die Viecher geil. Entschuldigung. Ah, man nimmt doch keinen Fallschaden, glaube ich. Ich brauche nochmal eine höhere Wand. Anscheinend hatte ich so einen fetten Rollback. Ich stehe wieder am Strand. Okay. Also ich nehme nicht. Ich war gerade an der. Seltsam. Das ist ja geil. Okay, Alter. Okay. Ich bin schon wieder so voll, so hebbede, hebbede. Der hat ja seitwärts auch so mega. Kann er mega weit springen, ne? Cool ist das? Das ist ja mega gut. Das ist ja. Also, die sind ja wirklich richtig cool. Und auch wie schnell die halt sind, ne? Wie Gewicht haben sie so? Okay, Gewicht haben sie nicht so viel. Also, meine 270, ich weiß nicht, wie viele Punkte der drin hat. Aber, ja. Wie gesagt, ich wollte die eigentlich nur zählen, weil man dann massenhaft Eier von denen kriegt und die einfach zu besorgen sind. Aber das macht ja halt auch schon mega Spaß mit denen einfach irgendwie so. Oh, da sind Alpha-Raptoren. Ich habe nicht viel Stamina, ich will den Kleinen nicht verlieren. Einer oder zwei Alphas? Ein Alpha, ein normaler Raptor. Ah, welches Level? Habe ich nicht gesehen, weil ich wollte erstmal kurz Stamina recken, also. Ohne Stamina ist immer doof. Wenn man zur Not wegrennen kann, ist okay, aber. Irgendwo unten, da oben. Direkt bei uns an der Base eigentlich eine Etage höher. Am Wasserfall. Oh, zwei Alpha. Moment. Ich schiele mal rüber. Einmal 55. Was haben wir noch? Das ist der zweite. Oh. Halt mal die Leertaste gedrückt. Moment, ich komme gerade nicht hinterher. Ich will jetzt erstmal das zweite Level checken. So. Ohne Moment, per favore. Versteck dich so. 50, also 50 und 55. Leertaste gedrückt halten. Okay. Ja. Und dann? Und dann lass mal los. Der macht so eine. Der geht so ein bisschen in die Hocke, Sprung. Gell?
Okay, Moment, ich weiß gerade nicht, ob das jetzt... Das ist ja süß. Okay, der springt dann aber nicht besonders... Oh Gott, ich erschrocken. Ah, nervend. Die Terrorbirds, ey, die hören sich immer so furchtbar an. Ich hab irgendwie voll verjagt. Böser kleiner Piranha. Ich weiß nicht, mich ärgert ein Fisch. Ich bin hinten am Wasserfall. Ach da. Kann man sich auch an Bäumen festhalten? Ne? Ist das viel geil. Aber irgendwie ist es schon chaotisch, irgendwo hochzuklettern. Weil es die ganze Zeit so schräg. Ah, ich habe nicht genug Stamina. Da oben ist der Alpha. Wir kommen da gleich hoch. Irgendwie gehen die manchmal auch zur Seite, wenn man nach oben drückt, irgendwie, ne? Ist das bei dir auch so? Ja, es ist, wie gesagt, es ist irgendwie nicht so smooth, dass er nach oben geht, sondern er springt irgendwie so chaotisch irgendwie hoch. Ja, oder auch... Okay, jetzt ging's, dass er komplett gerade hochgegangen ist, aber manchmal... Wenn man irgendwie gerade hochdrückt, dann macht er auch einen Seitwärtssprung. Alpha. Okay, komm her. Wir wollen Krieg. Wir haben neue Kriegsbestien. Die das hoffentlich überleben. Hallo, guck dir die an. Das fetzt nicht, ich bin runtergesprungen. Nicht mich. Es war gerade noch ein Raptor hinter uns. Wo bist du? Da! Hinter dir! FTF, die sind ja mega geil. Also der Schaden ist gut. Kann man gar auch nicht zerfetzt. Wir greifen auch noch so schnell an. Na, vielleicht ist es halt mit dem Rudelbuff eben auch echt stark, ne? Wo ist denn der zweite Alpha? Hier. Das ist echt gut. Kann er noch eine zweite Attacke? Ich denke mal, die zweite Attacke ist das mit dem Ranhängen, ne? Denke ich mal. Das kann man bei großen Tieren machen, ne? Genau. Ja klar, an so einem kleinen. Also an denen wird es wahrscheinlich. Da wird es wahrscheinlich ein. Doch, ja, oder? Nein, vorbei! Man sieht so ein Beißen-Symbol. Ah! Ich häng an dir den Krebs! An der Wand! Krebs an der Wand? Ja, wieso nicht? Krebse machen das manchmal. Und wenn sie eine Wand finden. Eine Steinwand am Meer. Ah ja. Nein, eine Felswand. Okay, ich habe 21 Level zu vergeben. 19. Hier macht mega Spaß. Der ist richtig cool. Auf jeden Fall. Macht davon unbedingt eine Zucht, wirklich. Bin ich total dafür. Oh, komm, Dude. Super geniale Tiere, wirklich. Die machen. Also die machen ja echt einen Heidenspaß, wirklich. Also ich hoffe, ich komme mit meinem, wenn wir die Landtour machen, komme ich mit meinem Baryonyx überhaupt hinterher.
Weil du wirst, denke ich, mal einiges schneller sein, ne? Hm. Schicke Tierchen. Mal gucken, wir können das ja auch so machen. Ich nehme vielleicht noch die Federweiße mit in den Ball und wir nehmen vielleicht noch einen Ravenger mit oder so. Der kann ja auch noch ein bisschen was tragen. Oder hinterherziehen. Wir nehmen nichts mit Bällen mit. Wir ziehen alle hinterher. Wir sind eine Karawane. Finde ich gut. Na, du Kleine, schläfst du immer noch? Oh. So, aber jetzt würde ich sagen, damit es auch bald mal losgehen kann, würde ich sagen, schmeißen wir jetzt mal unsere Tierchen. Gerne. Ich bin total begeistert von denen. Sind die geil, wirklich. Echt cool. So. Die anderen, der Nunchies, die wir hatten, waren aber glaube ich nicht so gut, oder? Hast du noch einen Namen für das zweite Lamm? Mac Zufallskind. Mac Lamm geschossen, nenn ich's. Weil das so. Und ich nenne ich Zufallslamm. Das passt besser. Okay. So, wo ist denn? Genau, wir haben ja. Ah ja, der Teresino, den wir das letzte Mal gemacht haben. Ja, der ist ja fertig geworden. Genau, ne? Also, ja, ich hatte den ja gecheckt per Dododex und der hatte ja eigentlich keinen guten Wert. Dann haben wir gesagt, okay, wir gucken dann einfach mal, was dann da rauskommt. Und Marek hat den dann danach gecheckt, als er fertig durchgetamed war und er hatte dann tatsächlich einen 40er HP-Wert. Ja, 40 HP, 28 Stamina, nur 18 Damage, aber trotzdem sehr nice. Mhm. Und wir haben also das erste Ei auch schon gelegt. Genau, das gucke ich gerade an hier in dem Egg Incubator. So. Das hier ist das Female Baryonyx Ei. Genau, das wollen wir behalten. Marek hatte die ja das letzte Mal gebreedet und hier ist ein Weibchen rausgekommen, eher mit den guten Werten. Nämlich 40 HP auch und 37 Damage. So, und dann müsste hier eigentlich noch ein zweites sein. So, Moment. Agentavis haben wir auch gemacht. Der hat den guten Stamina-Wert auch gekriegt, auch ein Weibchen. Auch schön. So, hier haben wir noch einen Anki. Hier ist ein männlicher Baryonyx, 40 HP. Genau, ein bisschen schlechteren Damage-Wert. Das ist meiner, den nehme ich mit als Expeditionstier. Slot 7. Das ist das Schränkli. Okay, Slot 7. Und wollen wir dann auch noch den Agentavis schmeißen? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall legen wir auch den anderen Bari. Den Terry auch, Agentavis. Moment, okay, ich gehe hier an die Seite und du sagst mir einfach durch, welche Slots und ich nehme sie dann raus. Ich habe die schon rausgenommen. Okay. Tut mir leid. Tut's dir nicht. wie ist denn das eigentlich mit den anderen Deinontios 145, die wir da drin haben? Sind die denn für deine Zucht? Wären die denn gut? Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Wir können die auf jeden Fall mal werfen und dann kann ich ja immer noch gucken. Hier sind ja, hier ist ja ein 15er. Ta-di-di-di. Hier ist kein Wert über 30, ne? Ich weiß halt nicht, ob die überhaupt höher als 30 kommen oder nicht. Ich habe noch keine Ahnung, weil die ja nur 150 bzw. 145 sind, ne? Ja, dann müssen wir noch mal ein paar Werte zusammen. Oder du musst ja noch ein paar Werte zusammenkramen. Aber ich helfe natürlich jederzeit gerne. So. Ich glaube, wir müssen hier hinten ein bisschen näher zu den Klimaanlagen gehen. Ich prüfe mal gerade, wie viel Essen da ist. Ja, schaut mal so unschuldig. Ihr habt euch hier unerlaubt gepaart. Wo kommen wir damit hin, hä?
Immer diese Schafe, die tun so unschuldig. So. Ach, ich. Oh, der Kleine. Ach, süß. Cool. Der hat die Farbe von der Baba. Glaube ich. Die Nanny ist an, oder? Ja, die Nanny ist an. Und hat die Gute auch Fleisch drin, ja, okay. Ich glaube, ich habe noch nie einen kleinen Teresino gesehen. Hat der einen großen Kopf? Eigentlich müsste er nach vorne umfallen. Der hat ja mehr Kopf als alles andere. So ein Tierchen, ey. Auch ist der auch süß. Ach, wie cool. Na, du Kleiner, du bist toll. Aber die Baryonyxe sind auch echt geil. Hier ist der andere, der sieht aber gleich, glaube ich, aus. Ja, ich glaube auch, ne? Das ist das kleine Weibchen hier. Die Zahlen wieder anmachen. Ach, und ein Küken. Oh, ah da! Moment, geh weg, ich muss sehen, ob er die Farben gekriegt hat, die ich wollte. Geh weg von meiner Zucht. Ah, ich weiß nicht, das kann man so schwer sehen. Spreiz mal deine Federn. Ich glaube, er hat auf jeden Fall das schwarze Gefieder von Crowley bekommen und den roten Putz. Aber ich guck mal gerade in die Farbpalette rein. Da muss ich ihn ein... Ach egal, wir werden es ja später sehen. Ich glaube, er hat die roten Flügel nicht gekriegt. Ach doch, doch, er hat da gefressen. Ich glaube, er hat sie. Werd mal schnell größer. Ich weiß nicht, siehst du, ob der braun ist oder schwarz? Kann ich so schwer sagen, ne? Bei meiner Federweiße habe ich auch gedacht, die wäre eigentlich eher blau, aber die ist auch eher, also die ist ja eher lila geworden. Also, aber da war es halt auch gerade Nacht und man hat wirklich nicht ganz so. Er hat schon zwei Rotwerte drin. Ja. Und gleich andere, ist das schwarz? Ich meine schon, entweder so ein komisches Grau oder Schwarz, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, es ist schwarz. Dann hätte es ja direkt beim ersten Mal geklappt. Das wäre ja mega gut. Ach, das ist schön. Jetzt haben wir wieder eine kleine Dino-Kitterstube. Ist immer so süß, wenn die am Anfang immer so klein sind wie so ein Kompi, ne? Ja. Der daneben steht. So ein Baryonyx. Okay. Wir müssen nur aufpassen, dass dann der Futtertrog auch auf jeden Fall genug Fleisch hat. Wenn die in das jugendliche Alter kommen. Auf jeden Fall. So, und dann bereiten wir uns für die Expedition vor und nächstes Mal geht's dann auf jeden Fall los. Mhm, ja. Genau. Und Marek, ich wollte... Aha, hier oben ist fast kein Fleisch drin. Nur ganz wenig. Genau, und Marek, ich wollte dich eigentlich fragen, ob das okay wäre, wenn du ein bisschen die Expedition zusammensuchst. Klar. Weil ich hätte eigentlich total Bock, eine Rex-Tour zu machen. Mal zu schauen, ob ich irgendwie einen guten Rex finde. Klar, feel free. Ja? Cool, weil ich weiß, du machst das ja auch ganz gerne mit so Sachen packen und so. Das wäre ja geil. Ja gut, dann machen wir das so. Wir können ja einfach parallel so ein bisschen abquatschen, ne, was wir brauchen oder mitnehmen wollen. Okay, muss ich erst mal überlegen, was ich jetzt überhaupt brauche. Ich glaube, ich mache das ganz normal mit Armbrust. Ich nehme einfach nochmal ein bisschen Narkotics mit. Und ich brauche auf jeden Fall Gates. Gates. Ich brauche Gates zum Eingaten. Moment, nee, ich nehme noch lieber zwei Kugeln mit. Dann muss ich die nicht. Kann ich die ja auch einpacken. So. Okay. Das ist doch ganz gut. Hier sind Gates. Weißt du zufälligerweise noch, ob wir noch irgendwo Gates haben? Hm.
Was ist das, Behemoth? Na, sonst mache ich noch welche. Ja, hau raus. Ich glaube, Stein haben wir eh genug, ne? Stein und Holz müssen wir eigentlich erstmal ein bisschen was haben, ja. So, ich habe 7. Mach ich nochmal 5. Das reicht dann für 2 Rexe. Brauche ich sonst noch was? Genug Pfeile, vielleicht steigt schon die Kibbel. Die Kibbel nehme ich auf jeden Fall schon mit. Wir haben hier Betäubungspfeile schon drin. Hast du die gerade schon gemacht als Vorbereitung so ein bisschen? Die würde ich mitnehmen für die Expedition. Ich habe 2 Gewehre gebaut. Ah, okay. Mhm. Was geht da im Chat? Ach, der Admiral will gerade einen Wild Dino Kill machen und fragt gerade, ob wir was eingesperrt haben, also ob jemand was eingesperrt hat. So als Vorwarnung. Ja. Naja, finde ich gut. Dann ist es ja eigentlich ideal, bevor wir dann mit den, also bevor ich dann mit den Rexen losgehe. Ja, wird er, denke ich mal. Wird er ja wahrscheinlich jetzt gleich machen, oder? Ja, klar, es geht auch schnell. Kann ich mir dann schon eine Flinte nehmen? Haben wir so viel Mats? Das war das. Hagerhut. Dankeschön. Endlich keine Pfeile mehr. Yes. Ich brauche nur endlich mal eine. Reichen 62 Pfeile für 2 Rexe? Das könnte knapp hinkommen, ne? Warte mal, ich nehme einfach die Armbrust und die Pfeile noch mit. Mit lieber, weil wir haben nur 100er Flinten. Ja, alles gut. So. Wenn er den Vibe macht, den Wild Dino, dann. Der Server fährt dann aber nicht nochmal runter und hoch, oder? Nö. Das passiert automatisch. Also, es passiert einfach so. Ja. Okay. Ich überlege dann gerade, ob ich jetzt schon los kann oder wann er da ready ist, ne? Nicht, dass ich jetzt lossehe, losfliege, ich sehe einen 150er und in dem Moment kippt er tot um. So, wo sind die Rexe? Warum ist Öl in meinem Drachen? Damit er besser fliegt. Treibstoff. Genau. Da hinten ist ein roter Crate, dann hole ich den nochmal gerade ab. Während wir warten, bis der Startschuss kommt. Oder ist er gar schon fertig? Ich weiß nicht, ich habe geschrieben, dass er Bescheid sagen soll, wenn es soweit ist. Mhm. Genau, also die Expedition soll auch Richtung Maywings gehen. Ja, hauptsächlich, ne? Mhm. Das heißt, auf jeden Fall brauchen wir so ein paar von diesen Netzdingern. Und diesen Netzpfeilen. Mhm. Damit sie uns nicht wegfliegen. Ja. Und eine Harpune. Hört sich gut an. Ähm.
Da wir aber natürlich auch einen High-Level-Tüler mitnehmen würden, wenn er uns in die Finger kommt, würde ich sagen, wir nehmen auch Kibbel für den Tüler mit. Jetzt habe ich, by the way, gut, dass du Kibbel sagst. Ich habe die Rex-Kibbel noch nicht in der Tasche. Ich glaube, der Dino-Kill ist gerade. Nee. Da hinten waren sie noch. Ich glaube, ein Kibbel fehlt noch. Wir haben auch 11, ne? Ja, genau. Und vielleicht nehmen wir so ein Taming-Gehege mit. Das können wir ja auch. Da können wir einfach eins hier abbauen, was hier vorne steht. Ja. Oder? Ja, beziehungsweise kommt drauf an. Ich meine. Die Frage ist halt, wie wir den Tüler tamen, wenn wir jetzt kein Flugtier haben. Mit einem Argentavis kann man die ja leicht greifen, aber wenn wir dann halt nur mit Landtieren unterwegs sind, dann wäre es sogar vielleicht besser, wenn wir die einfach vielleicht auch in so ein Gating hier reinziehen oder so. Weiß nicht. Ja, ich glaube eher in so ein Gate. So eine Gate-Trap. Ich weiß nicht, ob man bei denen, ob man die reinkriegt gut, also oder ob die einen so am Hintern hängen, dass man die dann nachher, dass die immer wieder mit rauskommen. Man kann natürlich auch, also was auch geht, ist, dass man so ein Taming-Gehege baut mit Treppen und dass du dann sozusagen reinläufst. Und der über die Treppe halt raufkommt, danach reinfällt, du rennst halt dann da zwischen den zwischen der Tür wieder raus, ne, also bei der Lücke. Und der Tüler sitzt drinnen. Das kann man auch machen. Vielleicht ist sogar die Treppenversion die leichteste. Jo. Zeigen wir mal einfach Materialien dafür mit. Okay. Hat der Admin schon was gesagt? Los! Nö. Okay, dann fliege ich einfach schon mal los und guck doch mal, ob ich für dich schon mal Deinonychus-Eier kriege. Aber hast du jetzt die Kibbel? Achso, nein. manchmal bin ich auch so ein Nappel, ne? Oh ja. Na, ich wollte sie ja gerade mitnehmen, aber da waren sie ja noch nicht fertig. Warum waren sie noch nicht fertig, frage ich dich. Fragst du mich? Frag ich dich. Eins fehlt noch gerade. Warum hockst du da im Boden drin? Ich hocke nicht im Boden drin. Ich hoffe, du sprichst von 22 Kibbel und nicht von 11. Ich will ja mindestens 2 Rexe tamen. Ach so. ja, dann müssen wir vorher die Expedition machen. Ich glaube nicht, dass wir so viele Eier haben. Und was ist mit dem anderen Kibbel? Mit dem. Das braucht auch die Eier, soweit ich das verstehe. Ach genau, das wolltest du, glaube ich, nochmal fragen, oder? Also ich kapiere jetzt noch nicht, was die verschiedenen. Also es gibt ja die speziellen Kibbel. Das sind ja die, die man für die Rexe braucht. Dann gibt es die einzigartigen Kibbel, dafür braucht man diesen Eventstaub und so weiter. Nimmt aber auch Rex-Eier. Es gibt dann noch außergewöhnliches verbessertes Kibbel, das ist auch gelb. Das braucht, glaube ich, die befruchteten Eier. Das würde ja Sinn machen, weil wir an sozusagen an die befruchtete Eier, egal welche, also Deinonychus oder? Ja, egal welche. Genau, dann würde es ja Sinn machen, wenn das die wären, weil man die Deinonychus-Eier ja sammeln kann. Problem wenn, ist aber. Ja, sorry. Mach nee, wenn, ja, ja, wenn die anderen, also die anderen Kibbel, die mit Elementstaub auch Rex-Eier brauchen, dann wären die ja so gesehen keine Hilfe. Nö, irgendwie nicht. Aber wir können es sowieso knicken, weil wir brauchen Lammfleisch. Naja, so gesehen haben wir Lämmer da.
Okay. Naja, ich meine, warum haben wir eine Lammzucht? Also, ich meine, natürlich auch, weil sie süß sind, aber... Für Wolle? Ach so, ja. Stimmt, ja, Wolle. Super gut. Naturbettwaren aus Schafswolle, ökologisch, abbaubar. Und unsere einzige Motivation, Lämmer zu haben. Dann war es also gewollt, dass diese Tiere jetzt gerade schlüpfen. Als ob es geplant wäre. Ich habe damit nichts zu tun. Nein, habe ich wirklich nicht. Hast du dich vorhin eingeloggt und so? Wir brauchen Lamm. Check. Ich möchte Rexe haben. Paarung aktiviert. Stell wieder rauf. Ja, dann flieg du erstmal los. Find erstmal einen. Und ich mach das gleich mit den Lämmern. Ja, also... Naja, wie gesagt, irgendwie würde ich als erstes sowieso gerne wissen, ob der... Naja, er antwortet nicht, was soll ich machen? Ja, ja, ich weiß, aber ich habe mir jetzt gerade schon zwei Rexe angeguckt und habe schon gedacht, blöd. Oh, hier ist ein 145er, den will ich jetzt nicht... Komm mal her, ich zieh dich ein bisschen weg. Schnell, 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 schnell. Da kommt er. Hier ist ein Tech-Rex. Echt? Level? 24. Nee. Och, Mist, diese Bäume. Das Ei gekriegt, ich glaube schon, ne? So. So, Marek, ich guck mal. Ich habe gedacht, eins wäre dabei. Also, ich habe ein 140er Ei für dich. Nice. Ich hatte gehofft eigentlich, dass eins 145 ist. Ich guck gleich nochmal. Denon und Hughes Zucht incoming. Oh, was ist hier los? Tut mir leid, aber sonst kann ich hier, glaube ich, die Eier nicht aufsammeln. Ich hatte gerade auch die Idee, Ravager zu paaren, aber ich glaube, das geht gar nicht. Geht nicht? Auf jeden Fall sträuben die sich. Vielleicht mögen die sich einfach nicht. Ich glaube, hier ist gar kein Ei. Ah doch, doch, da passiert was. Gespannt, wie die Babys aussehen. Die bestehen bestimmt nur aus... Zähnen. Ich wette auch so einen Riesenkopf. Und dann nur Zähne. Ach ja, dann sollen sie sich paaren, dann schauen wir mal. Hier ist ein Ei. Schauen wir mal, was draus wird. Ja, und die Tylas, die würde ich auch gerne breeden. Wir haben noch den einen 44er Damage-Wert. Na, mal gucken. Nein, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Nee, nee. Ich muss jetzt da langsam mal vorbereiten.
Okay, genau, weil wir wollen ja auch endlich mal die Landexpedition starten. Das wollten wir ja jetzt schon. Seit Jahren. Seit einigen Tagen machen. So, da hinten ist noch irgendwo eins. Ja, bisher habe ich ein paar Rexe angeguckt, die waren alle niedriger. Also von mir aus könnte er jetzt super gerne hier mal loslegen, der Admin, und dann könnte ich gleich nochmal checken, das wäre eigentlich ideal. Oh nein, nein, nein. Was denn? Ja, wir waren zu blöd. Was denn? Der Mensch bei der Nix ist gestorben. Wieso? Ich vermute mal, die futtern Fisch. Ach so, ja? Ich denke, ich habe den einen jetzt eingepackt. Oh nein! Ah, ich hatte letztes Mal hatte ich noch Fisch geholt, damit der Spino auch ein bisschen was zu futtern hat. Ah, apropos Spino. Ja, da musst du ja auch noch was erzählen, ne? Ah ja, der Spino ist auch weg. Ja. Auch eine gute Geschichte. Ich war ja unterwegs gewesen mit dem Spino noch. Genau, also beim letzten Stream. Und wollte hier dieses Raw Prime Fischmeat da holen. Und irgendwann haben sich so viele von diesen nicht Zitteraalen, sondern von diesen Quallen sich angerottet. Plus noch ein Wal, den ich angegriffen hatte. Die haben den Spino irgendwie aufgebockt, dass ich nicht mehr mich bewegen konnte. Und ja, so endete die Geschichte. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, konnte nicht angreifen. Konnte ihn auch nicht zu mir pfeifen und tschüss, Spino. So schnell kann's gehen. Ja, echt schade. Ist aber halt manchmal so gesehen. Also ja, passiert halt manchmal, ne? Ja. Tja. Also, ja, schwierig ist es halt wirklich immer, wenn man mit einem Tier irgendwie feststeckt oder so und einfach nicht mehr wegkommt oder auch so. Dann geht's halt manchmal so schnell. Ja, ich bin jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, jedenfalls nicht so schnell, weil man ja denkt, verdammt, das muss doch so funktionieren. Vielleicht hätte ich noch mit einer Soul Trap einfangen können, aber nächstes Mal vielleicht. Dabei hatten wir ihr gerade einen Namen gegeben. Wir hatten ihn noch nicht vergeben. Wir hatten geplant. Achso, ich dachte, der hätte sie schon gekriegt. Siehste, wenn sie einen Namen gehabt hätte, wäre das nicht passiert. Ja, weil Charaktere mit Namen sterben nicht. Richtig. Weil die wissen, dass man sie lieb hat und dann geben sie sich mehr Mühe. ne? Ist aber, so. Aber sie hat auch einen roten Anzug an. Und jeder weiß, dass die Charaktere mit roten Anzügen... Echt? Das ist bei Star Trek so. Ich bin zugegebenerweise gar nicht so ein Trekkie. Ich bin mehr ein Star Wars. Ich meine, Sachen müssen sich nicht unbedingt ausschließen, aber... Ich weiß nicht. Also, ich mag Star Wars sehr, sehr gerne, aber Star Trek... Ich mag beides. Ich meine, Star Trek, okay, auch nicht alles. Aber hier so Voyager. Ich mag halt gerne dieses Verlorene sein, also dieses Verlorensein und auf einsame Posten. Vielleicht muss ich mir Voyager nochmal angucken, weil ich glaube, Voyager habe ich nie gesehen. Was ich immer so noch ganz gern mochte, waren auf jeden Fall die Filme von Star Trek, also die habe ich so mal ganz gerne geguckt, auch die alten. Der Beste ist sowieso der mit den Walen. Ja! Ja, die waren eigentlich schon so ganz cool. Stimmt. Kannst du für den Admin vielleicht nochmal fragen, ob er schon ready ist oder so? Irgendwie? Ich habe ihn schon dreimal gefragt, ich weiß nicht.
Ich denke, er ist ready. So lange wartet er noch nicht. Keine Ahnung. Ich meine, wir sind hier im Business, ja, aber wir sind hier am Streamen. Business kann man das nicht wirklich nennen, das war eher. Ich glaube, er antwortet einfach nicht oder ist nicht mehr drauf. Ich denke, der hat es schon gemacht. Ich glaube, da liegt keins. Okay, dann fliege ich einfach noch mal ein bisschen weiter und gucke. Jetzt leider noch kein Bombenei dabei. Weiblicher Spinner 140. Ja? Direkt vor unserer Base. Ist er rot? Nee. Aber ich denke. Hier ist auch ein Spino. Ich denke, wenn wir nochmal ein Spino machen, dann wieder ein Aberrant. 135 Männchen. Dream Team! Ich muss sagen, ich würde auch lieber einen Aberrant haben, damit wir den auch mit auf Aberration nehmen können, wenn wir rüber wollen. Ja. Okay, das war gerade ein Leck. Aber ja, ich vermute mal. Einen Rexy. Ich vermute mal. 25. Ich vermute mal, es gab einen Wild Dino Kill. Weil normalerweise ist bei uns in der Nähe kein Spino. Na, okay. So, ich sammle gerade ein bisschen Fisch. Mhm. Okay, ich fliege hier einfach nochmal ein bisschen weiter und schau mal. An sich, wie gesagt, mache ich Star Wars auch sehr gerne, aber so langsam können sie es mal sein lassen mit diesen ganzen Altcharakteren. Meinst du den Film von die Serie zu Obi-Wan? Ja, generell. Also es spielt halt immer noch immer alles in denselben Zeitlinien, sage ich mal. Und ja, das stimmt. Man muss nicht jedes Mal irgendein bekanntes Gesicht sehen, sondern die könnten ja auch in dem Universum mal was Neues machen. Ich glaube, jetzt kommt ja auch was Neues raus, langsam, beziehungsweise immer noch dieselbe Zeitlinie, aber eher unbekanntere Charaktere. Mhm. Und das finde ich auf jeden Fall interessant als, wie gesagt, Altcharakter wie Obi-Wan oder Boba Fett und so weiter. Ja, also Obi-Wan mag ich sehr gerne als Charakter. Die Serie fand ich so gemischt, also ich fand sie schlecht. Ja, ich fand es jetzt auch, also hätte es irgendwie besser sein können, also die hatte schon ziemliche Mängel, kann man schon sagen. Rexy, Moment, wir reden gleich weiter. Ah, ding, ding, ding. Du, 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 du. Der fightet damit irgendeinem die Morphodon. Ich lasse den erstmal, glaube ich, die Ankis da wegknabbern. Oder ich helfe ihm ein bisschen, mal gucken. So, hoher Fisch ist da. Perfekt. Ist er futtert? Ist er sie futtert? Tut mir leid, aber. Okay, jetzt muss noch hier der Vogel weg.
So, und wir haben freies Schussfeld. Feuerfrei. Da unten war noch... Ich hab die gar nicht mehr gesehen, Alter. Der wurde jetzt von den Sabertooths zerlegt, ne? Der Rex. Ich hab die nicht mehr gesehen, echt nicht. Ich dachte, der hätte die schon weggeknabbert. Die waren irgendwie unter ihm drunter. Ich hab die nicht gesehen. Hab ihn gecaged und dann konnte er die wahrscheinlich nicht mehr auffressen. Ah, shit. Wie ärgerlich. Ich dachte, er hätte die schon weggeknabbert. Ich habe mich nur gerade gewundert. Verdammt, warum sieht er so blutig aus? Und in dem Moment ist er auch schon gestorben. Warum machen diese Hunds viel Schaden? Ich meine, gut, der Drache ist schlecht, aber... Entschuldigung, hast du nicht gehört? Der Drache ist auch gleich tot. Nimm gleich die Saber-Katze mit, der so einen Schaden gemacht hat. Zertig. Eine ganz schön hohe Aggro-Range. Ich bin gerade nochmal Metall holen, ganz kurz, weil ich ein paar Metall-Erze brauche. Ja. Ach, wie schade, das war der einzige Rex, den wir jetzt hatten. Das lief ja blöd. Du siehst bestimmt noch einen, oder? Ich glaube, ich muss erstmal die Drachen tauschen. Obwohl der Spino hier auch relativ lustig aussieht. Ja. So grau-violett mit so einem gelben, ganz gelben Spitzen am Kamm. Hört sich ganz süß an. Ja, aber da würde ich sagen, nehmen wir Aberrant. Ja, klar. Dann können wir lieber nochmal einen Campingausflug machen. An die lila Höhle und dann holen wir noch ein Männchen für unsere Morticia. Und dann vielleicht noch ein Spino. Ja, und dann können wir auch noch ein bisschen die Drops ernten. Genau. Ja, weil wir auch noch einen besseren Blueprint brauchen. Das stimmt. Hier ist ein Ei. Schade, schade. Oh, auch fast keine Stamina mehr. Ich lande hier nochmal ganz kurz. In unserem guten alten See. Eigentlich ist hier auch immer was los. Aber gerade kein Rex. Ein Kroko war da. Da hinten. Das ist ein Baryonyx, aber Level 45 nur. Da ist noch ein Kroko. Sag mal, darf ich mir mal deinen Drachen ausborgen? Klar. Oder ich heile den einfach kurz mit der Eule, das geht auch. Nö, nimm ruhig meinen. Ich glaube, wenn ich mit der Eule heile, dann mache ich das einmal und dann ist er wieder voll. Ja, ist halt Low Level, ne? Schauen wir mal. Heilungsstopp! Boxenstopp! Da draußen ist ein Kano. Das finde ich frech. Der will da unseren Rex in den Hintern beißen. Oh, Icy Dragon. Mhm. Der Agentavis ist total in Ordnung, wird aber einfach zwangsmitgeheilt. Der Dodo hier drin ist auch eingefroren. Was schade mit dem kleinen. Auch. Ja, schade, dass wir den kleinen Baryonyx nicht. Das finde ich schon ein bisschen traurig. Ja.
Ja, machst du nix. Ah, stimmt, der sieht echt ganz, der hat echt einen schönen Kamm. So, kriegst du die zweite. Da rechts ist ein Alpha irgendwie. Alpha Rex. Also hier generell in diesem Laubwald habe ich, glaube ich, fast noch nie Rexe gesehen. Ne, in dem Laubwald sind, glaube ich, eher die Teris dann. Ich glaube, einmal oder so habe ich dann Rex gefunden. Aber wenn du Teri siehst, ich meine, den nehmen wir auch. Okay. Ich fliege einfach mal rum und guck mal, was so geht. Hier ist auch noch ein Spino. Zwei Spin. Zwei Spini. Zwei Spini-i. Spini. Pikatoni und Spini-i. Aber low level. So, mal kurz orientieren. Da hinten ist die Gigaschlucht. Fliegen wir mal in die Richtung. Ich check schon mal den Redwood ab. Und sag den Mavings, dass sie ihre guten Exemplare rausholen sollen. Morgen kommen wir vorbei. Ja, wir müssen noch gucken. Kibbel für die wäre auch ganz, ganz nice, wenn wir gute finden. Ja, also die Eiertiere brauchen ja nicht unbedingt Kibbel, ne? Nö, nee, die guten nicht, aber Eiertiere nicht, aber wenn wir einen guten sehen, dann. Klar, dann könnten wir natürlich so ein, zwei für uns machen. So schöne. Oder noch ein paar Eiertierchen. Das stimmt. Irgendwie ist hier auch Flaute. Hier sind die Androsuchus. Die haben wir ja bisher auch noch nicht gemacht. Steht auch auf der Liste. Hier wäre gerade. Was? Warum? Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Unser Lamm ist gestorben und das weißt du ganz genau, weil da eine fette rote Schrift war. Brauchst du das für Kibbel, oder? Ja. Darüber haben wir gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass das so ernst gemeint war, ehrlich gesagt. Ist okay, ich weiß, das ist die traurige Realität. Aber ich hätte ihm dann keinen Namen gegeben, damit es dann nicht so schwer ist. Ja, tut mir leid. Das Leben ist hart. Vor allen Dingen für Lämmer. Aber das gute McLam-Geschoss. Ich mach mal so eine kurze Mini-Runde hier nur über den. Fremde Base. Durch den Redwood. Weil, falls mir hier ein guter Tüler so über den Weg läuft. Ich mach dann jetzt sagst halt, du nicht nein. Dann sage ich auch nicht nein. Nee. Mm-mm. Wir machen hier einfach mal so einen kleinen Rundflug und schauen einfach mal, was alles geht. Allerdings habe ich bis jetzt irgendwie eh keinen gesehen. So, was fightet denn hier? Da ist Blutungsschaden, ist ein bisschen dunkel. Tüller? Ist hier ein Tüller? Oder ist da ein Sack? Was ist denn hier los? Welches Level hast du denn?
150. 145. Echt jetzt? Ja. Aber die Katzenaufzugsstation ist voll. Ich komme! Und hab eine grimmige Katze im Gepäck. Halt, ich muss in die Richtung irgendwo. Wir haben einen Tüler. Wir haben einen Tüler. 145. Einen schönen Tüler. Ah, für die Tülers, um die halt zu zähmen, werden wir die Metalltafel mitnehmen, die großen. Hm, das ist auch eine gute Idee. Die kannst du ohne Foundation basen? Genau. Aha, pfiffig, pfiffig. Sieh, sieh. Ah, falsche Richtung, hier müssen wir lang. Da ist es jetzt aber die richtige Richtung, 100%. Wir haben einen Tüler. Ist doch jetzt auch der richtige, ne? Da war ja eigentlich nur noch einer. Ich guck, kann ich dich, kriege ich dich irgendwie rein? Ich glaube, mit dem Drachen irgendwie nicht so richtig. Wird ja schon hoffentlich der richtige sein. Ich fürchte, ich schaffe das nicht ganz bis nach Haus. Vorher geht mir der Stamina aus. Tut mir leid. Okay. Ich will aber nicht zwischenlanden. Muss ich aber, glaube ich, die Geschwindigkeit rausnehme. Ja, vielleicht geht's so. Ich mache jetzt quasi so ein, ich nutze die Höhenwinde aus, um einen Gleitflug zu machen. Brauche weniger Energie und spare mir so mein Stamina. Ein bisschen schwer jetzt den mit dem Drachen in das kleine Gehege reinzusetzen, glaube ich. Marek, ich schmeiß gleich einen Tüller ab, du machst das dann schon, ne? Okay, cool. Ja, so ist sie. Als ob. Ach komm. Siehst du, ich komme nach Hause, anstatt dass hier so ein Armbrottisch, weißt du, mit Kaffee auf mich wartet oder Wein, werde ich erstmal abgeschossen. So sieht das nämlich aus. Das ist die bittere Realität. Guck, wie schlecht ich treffe. ich habe nicht genug Stamina für. Die ist nicht blöd, die Katze. Doch, ist sie. Nee. Ich probiere es nochmal. Moment. Ich nehme einfach hier die zwei. Warte mal. Der Winkel war schlecht. Getroffen. 10 out of 10. Das ist jetzt hoffentlich die 145er, oder? 15. Verarsch mich nicht. Marek, manchmal könnte ich dich echt, ne? Manchmal könnte ich dich echt. Du Brazzeroni. Wie bitte? Du Brazzeroni. Wie nennst du mich? Ich nenne dich Brazzeroni. In meinem Haus.
Was heißt denn hier dein Haus? Hallo? Du kommst hier zum den Geburtstag von meine Baryonyx. Den du hast verhungern lassen? Das war deine Baryonyx. Ich war gar nicht in der Base. Du hättest ja auch zwischendurch mal gucken können, wie es dem so geht, weißt du? Das sind Kinder, da guckt man mal rauf. Da guckt man mal zwischendurch. Die schreien doch normalerweise. Da sagt man nicht einfach so, ja, hier, du wirst schon fressen können. Zu, ich bin mal weg. Direkt. Die Nanny hätte ja was sagen können. Die hätte sagen können, ey, sorry, aber das Kind, das frisst nicht. Es wäre ganz geil, wenn es so ein Babyphone geben würde für Ark. Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist und die droppen oder so, dass dann so ein aus so einem Babyphone rauskommen würde. Okay. Ja, wir sind am Ende von der Streamzeit angekommen, meine Lieben. Ich werde jetzt hier noch den Tüller schießen. Und dann stellen wir den in der nächsten Folge vor. Und Marek, wie sieht's aus mit dem Packen? Ja, ein bisschen muss ich noch zusammenpacken, aber das wird nächste Runde auch fertig sein. Ja, genau. Also das heißt, im Wesentlichen nehmen wir dann nochmal ein Taming-Gehege mit für noch mehr Tüllers. Na genau, hatten wir ja abgesprochen. Dann die Netzharpunen. Ich hoffe, ich habe mir jetzt noch nichts angeguckt oder so. Ich hoffe, dass es mit dem normalen Gewehr und den Betäubungspfeilen dann reicht mit der Netzpistole, weil ich meine, ewig lang hat man da ja nicht Zeit, ne? Ja, wenn man Zeitpistole, also. Ja, gucken wir da einfach an. Vielleicht, ne? Wenn wir den mit der Netzpistole gedownt haben, vielleicht bauen wir dann auch einfach was über den rüber oder so. Weißt du, dass wir dann einfach so schnell ein paar Gates über den rüber setzen? Das wäre halt auch vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, wir nehmen auf jeden Fall ein paar Gates mit und gucken, wie es dann aussieht. Ja. Ist auf jeden Fall eine gute Idee mit den, mit dem drüber bauen. Weil nicht, dass der dann irgendwie... ich erinnere mich an noch so eine ganz böse Netztüller-Aktion. Was? Ja, hat sich bei mir eingebrannt ins Gedächtnis. Ich weiß nicht mehr. Ich werde es nie vergessen können. Da schläft er. Nee, ist ein Weibchen. So, Kleiner. Schauen wir uns nächstes Mal nochmal an. Ich mach mal gerade einen Screenshot. Ich gucke mir das gleich bei Dododex wieder an. So. Und dann würde ich sagen, haut rein, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschö. Ciao. Und lasst ein Like da.